Candace, are your thoughts to go again back im Sinne von Info für Kunst und Grombera, unser Podcast über Kunst und Kunstvermittlung. Ich werde nach diesem Video ein Podcast hochladen mit unserer Gast Nahid Martinpour, Restauratorin. Ganz interessant, Leute, dürft ihr nicht verpassen, denn die restauriert nicht Bilder in dem Sinne, sondern verrückte Dinge, Installationen. Und wie macht man das? Und wie geht es vor sich? Wirklich total spannend. So, das zum einen. Gleichzeitig wird es auf meinem Kanal hier wieder ohne Foto nehmen, sichtbar sein, wie bei Vincent. Leute, also Sandra und ich sind gut in Kunst und Kunstgeschichte und finden tolle Leute, aber wir müssen noch jemanden finden, der uns ein bisschen technisch unterstützt. Wir kriegen jedes Mal irgendwelche Schwierigkeiten. Diesmal wollte ich dieses Foto laden. There we are. You see, on the right, this is Nahid. Ja? Und dann hat es nicht geklappt irgendwie mit Bild, Videobild. Und deswegen haben wir gesagt, okay, habe ich gesagt, dann lade ich einfach dieses Foto hoch. Habe ich das Foto hochgeladen und es war auf dem Kopf und ich konnte es nicht drehen. Und dann schien es überhaupt nicht, auch nicht auf dem Kopf, als der Video zu hören war. Also, Leute, ich gebe jetzt eine Hilfe an, Ausruf. Wer Sandro und mir helfen könnte technisch und mehr weiß von Video hochladen und was wir anscheinend nicht immer hinkriegen, das wäre sehr hilfreich. Und wenn wir nicht jemanden finden, werden wir trotzdem weitermachen. Auch dann mit Nanjum Prai sage ich immer, oder er sagt immer, too perfect got angry. Naja, too perfect, ich werde gerne ein bisschen mehr perfect sein und deswegen ist jemand da draußen, der zuhört, der jemand weiß, der mich kontaktieren könnte und in unserem Mini-Team Lust hätte mitzumachen, dann würde ich mich und Sandra auch. Wir würden uns sehr freuen. Okay, also wie gesagt, nächstes Video ist über Nahid Martinpour. Und Nahid, wir haben zwei Videos von Nahid aufgenommen, weil wir verlieren sie. Sie geht nach Singapur, wow, und wird in Museenwesen dort arbeiten. Und das gönne ich ihr sehr, mit Kind und Kegel, das heißt mit Kind und Mann. Und ich werde sie wahnsinnig vermissen, denn wir kennen uns schon sehr lange. Und da habe ich, als ich erfahren habe, dass sie jetzt dorthin geht, habe ich gesagt, ganz, ganz schnell, zwei Videos, das haben wir. Ich glaube, beim zweiten Video klappt es wieder besser, aber das werdet ihr sehen. Erst lade ich dieses Video ein mit uns drei. Zweite Video ist nur mit mir und Nahid, weil Sandra keine Zeit hatte. Okay, so, jetzt nochmal ein Info, wenn ich schon dabei bin. Ich habe eine schöne Einladung zu den Literaturtagen in Karlsruhe. Ja? Und werde am 15. Oktober 19.30 Uhr in der Orgelfabrik Salon mein neues Buch präsentieren. Da ist es. Das Buch heißt Blütenlese. Es ist eine Zusammenfassung von Texten von mir aus 30 Jahren, Lyrik, Reflexionen, Publikationen, Trauerarbeit. Ja, es kam, dass die Leute mich immer wieder fragen, was, du malst nicht mehr, du schreibst was Neues, und dann muss ich sagen, nein, nichts Neues, nur mein Schwerpunkt war die bildende Kunst in den letzten 30 Jahren.
Aber in den letzten fast 70 Jahren, naja, nicht ganz 70, aber mit 5, vielleicht 6, fing an zu schreiben. Und Schreiben war immer meine erste große Liebe. Und dadurch habe ich gedacht, ich habe kontinuierlich geschrieben. Und das möchte ich gerne in diesem neuen Werk zeigen, Texte aus 30 Jahren. Und es ist aufgeteilt in verschiedenen Teilen. Es ist, manche Texte sind Englisch, manche Texte sind Deutsch, manche Texte habe ich in beiden Sprachen. Und bei der Lesung werde ich das Buch zum ersten Mal präsentieren. Sandra möchte mit mir nochmal praktisch noch einen Podcast zu diesem Buch auch machen. Das werden wir in der nächsten Zeit machen, ja. Aber erst machen wir Nachhit. Und zwar Nachhit mit uns drei. Und leider ist the screen black, aber ich habe immer noch Hoffnung, dass es immer noch irgendwann ganz klappen wird oder noch besser, dass wir noch jemanden finden, der Lust hat, mitzumachen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.